Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und jawohl, wir sind wieder, beziehungsweise ich bin wieder für euch in der Production Line der Autofabriks-Simulationsmaschinerie. Ne? Ja. Bauen wir weiter. Und das Ganze jetzt. Wir laden zuerst einmal unser Gamechen und werden dann gleich mal hier in die Pause rein. So, ab in die Pause, denn wir sind hier schon am ersten Start hier. Ne? Hier fängt schon mal alles an, hier irgendwie gemütlich. Ne? So. Da haben wir unten aufgebaut. Ne? Da haben wir es einmal aufgebaut. Da haben wir mal die ganze Juse da entlang gezogen, ne? Hier rüber, ne? Die Painting. Das, was noch stört, ist das hier. Da ist noch ziemlich viel Chaos. Da müssen wir noch alles abbauen. Und ja, ich habe schon wieder eine neue Version drauf. Nur bin ich mir noch nicht so sicher, was ich da jetzt drauf habe. Ne? Ich muss mir das mal kurz anschauen. Was haben wir denn da? Ne? RTV Basic, Compact Basic, Premium und Compact Premium. Meiner Meinung nach würde ich sagen, bam, ich habe hier den Compact Basic und den Compact Premium drinnen. Ne? Ich würde sagen, den Compact Basic nehmen wir mal raus oder lassen wir den drin? Na, den lassen wir drin. Den Premium könnten wir rausnehmen, oder? Ne, der Basic fällt mir raus hier. So. Hier lassen wir die normalen Art of Wars raus, ne? Die lassen wir mal so, wie sie sind. Dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Beim RTV Basic. Oh, come on. Basic Car, also come on. Universal brauche ich alles drinnen. Ne? Die Common-Sachen werde ich alle nur dann im Premium-Modell drinnen haben, aber die Universal muss ich reinnehmen. Ne? Schon da müsste ich eigentlich alles drauf haben. Ne? Ja, da habe ich mal alles drauf. Da passt auch. Passt auch so. Also ich bin forschungsmäßig im Gange. Okay, da haben wir die Anti-Lock-Brakes im Gange. Ich werde aber wohl oder übel hier mal auch den SUV produzieren lassen wollen. Ne? Und zwar in der Premium-Variante dann. Und dafür muss ich hier natürlich durch. Ne? Und was ist das? Juice. Ich will hier die Ding hier, das Body Design mal erforschen. Research. Oh, SUV Body, Compact Body. Was? Können wir da noch mehr erforschen gehen? Was haben wir denn da? Basic Car. Okay. Also wir haben gerade auf jeden Fall was erforscht. Was ich
damit reinnehmen möchte. Okay, gut, das ist Universal. Ja, dann muss ich das eh schon überall reinladen. Damit wir hier überhaupt den Preis rechtfertigen können. Ich habe einmal ein Developer Music-Dingsbums da gesehen, ne? Development Video. Da war auch schon viel mehr wieder mit Tabellen am Start. Ne? Bevor ich hier noch weitermachen, ne, muss ich sowieso warten. Ne? Da hat man da unten dann gesehen, was gebaut wird. Ne? Da waren schon die ersten Features, da stand dann unten irgendwo da unten Compact SUV und so, ne? Ja, da fangen uns unsere normal da weiter, ne? Da ist ein Kompaktwagen, ja. Die hat sich da drüben, die reihen sich da drüben mal ein, ne? Jo, ja. Und irgendwas passt da momentan nicht. Was ist denn da? Wieso habe ich denn so viele von denen da drinnen? Muss ich mal da runter gehen mit dem Preis, dass ich die hier mal verkaufen tue, ne? Habe ich noch keinen Sunroof erforscht oder was? Ja, Sunroof, ne? Sunroof ist noch nicht erforscht, K-Alarm ist noch nicht erforscht. Also. Die Engine Brake sollte ich auch noch nachinstallieren. Ne? Was machen die? Wo sind die Brakes da? Haben wir es? Upgrade, Anti-Lock Brakes. Bitte. Was kann man denn da noch? Haben wir da noch was? Ja, die extra Robots habe ich noch nicht erforscht. Ne? Weil dann könnte ich da auch vielleicht ein bisschen schneller machen. Aber wie gesagt, ne, also ich plane hier erstmal die SUVs hier hinzubekommen. Ne. Und diesen Teil hier möchte ich halt auch mit auflösen gehen. Vielleicht schon sogar in diesem Bereich hier dann, ne, dass ich hier da mehr oder weniger fortsetze. Ne. Aber wie man sieht, Painting-Stationen passen eigentlich, ne? So, der fährt da rein zum Painten. Der kommt da gerade raus, fährt da an die erste Station, weil die ist gerade voll. Zweite ist belegt. Hier wird gerade die Unterschicht gemacht. So, die Unterschicht ist fertig, fährt weiter. Erste ist belegt. Oh, merkt, zweite ist frei. Dann fahren wir da rein. Ne? Also, das funktioniert, ne, mit der Trocknungsstation hier. Und mit dem Polishen funktioniert es auch perfekt. Da hätte ich gar nicht mal alle vier braucht. Ne? Da hätte ich nicht mal alle vier. Ne? Naja, vielleicht schon. Ne? Da ist der drin. Aber na, die fahren da durch. Das ist normal. Ne? Die fahren einmal da kurz durch und passt. Ne? Das Aufpolieren. Ne? Ja, passt alles. Ich werde mal da in die zweite Stufe raufgehen. Eventuell, aber easy, muss ich nämlich da wohl oder übel mir noch was machen. Ja. Nämlich wohl oder übel hier noch kurz eine andere Forschung reinschmeißen dazwischen. Nämlich die von den Robotern, ne, damit ich hier ein bisschen schneller machen kann. Habe ich hier Roboter eingesetzt? Nein, na dann setze ich hier mal zweite Roboter ein.
Aber jetzt geht es hier ein bisschen schneller, glaube ich. Da, wie habe ich da hinten stehen? Ne? Was habe ich denn da? Ne? Da könnte ich auch mal extra Robots kaufen. Die habe ich schon gekauft. Kann man die hier auch noch? Die hier kaufen wir. Die hier. Die hier. Und dann da ist die Schlange ganz hinten, ne? Also am Einbau von den Accessoires, also von den Accessoires, liegt's nicht. Die hier haben ein bisschen Stress bei der Quality, beim Qualitying. Da würde ich sagen, ich werde mal da einen zweiten Quality-Check hier haben. Dann machen wir da so und so und so und so und so. Weil dann haben wir da schon mal Quality-Checks. Auch zwei Stück können die da schneller durch. Also da geht es ganz gut durch. Ne? Ja, mit zwei Quality-Checks funktioniert das ja auch perfekt und bestens. Jetzt stehen sie nachher dann da. Ne? Super. Jetzt habe ich hier die Schlange. Ne? Super. Ja, das freut mich aber. Wenn da jetzt der Verkauf langsam ist. Den Bereich müsste ich auch anmieten gehen dann, ne? Ja, die Schlange ist zumindest hier hinten nicht nochmal länger, ne? Aber ich muss da ein bisschen was machen, ne? Eventuell, dass ich hier Steering Wheel noch ausbauen, ne? Das ist Engine, das Fit Steering Wheel. So, machen wir das so. Und dann gehen wir auch mal das Upgrade hier kaufen. Ne? Vielleicht funktioniert es immer da dann ein bisschen besser, ne, wenn ich hier mal upgrade, ne, beziehungsweise erweitere, kurzfristig. Natürlich ist das jetzt nur eine kurzfristige Sache, damit ich hier die Schlange loswerde. Ne? Weil längerfristig gesehen möchte ich den gesamten Bereich hier umbauen. Ich möchte Ja, entweder ich möchte mir den gesamten Bereich da herüber bauen. Diese Halle, ja. Weil dann hätte ich noch da Platz genug, um eventuell das Painting und das Bodyteil hier zu vergrößern. Eventuellerweise. Was ist denn das hier? Das sind Sachen, die ich hier nicht brauchen kann. Ne? Die sind ein bisschen falsch. Ja. Weil damit ich das hier eventuell erweitern kann. Ne? Erweitern, vergrößern. Aber im Moment läuft das Body Design ja ganz gut. Ne? Also das. Hier rollen mir die Fahrzeuge runter. Die Chassis. Hier bekommen sie die ganzen Bodies drauf. Ne? Das läuft eigentlich nicht so schlecht, muss ich schon sagen. Ne? Dann geht es hier in die Painting Hall. Das hier, das ist das, was mich ein bisschen stört hier.
Ach, muss ich mal überlegen, wie wir das machen. Ne? Auf jeden Fall funktioniert das jetzt anscheinend. Und also wenn jetzt noch Lager, noch diese hier. Ne? Ja. Wird anstrengend hier. Da kommt. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Die Jose. Mach's mal ein bisschen schneller, die Research-Jose hier, ne? Was ich mir ja eigentlich auch überlegt hatte, war ja eigentlich, ob ich nicht diesen Schritt hier vielleicht da reinlege, ne? Hätte ich mir gedacht, hätte ich mir vorgestellt, ne? Aber andererseits von der Größe her ist dieser Hallenbereich hier zu klein. Das kann ich hier unmöglich unterbringen. Da würde ich das hier eher dann da noch nach weiter hinten ziehen. Mit dieser Produktionslinie noch weiter vorgehen können. Ne? Konnte ich mir gut vorstellen hier. Ne? Ah, Administration ist frei. Body Design, bitte. Nein, natürlich nicht. So, hier laufen mir eigentlich nur noch die Kompakt-Premiums runter. Ne? Die Premium-Kompakten. Was habe ich denn da schon wieder? Ja. Hier bist denn du? Kompakt-Premium, ja, natürlich. Ne? Selbstverständlich aber auch. Muss ich wohl oder übel hier mal kurz mit der Preise runter. Ne? Ehrlich, nämlich hier einfach viel zu viele von den Sachen habe. Die eigentlich noch nicht wirklich premiummäßig sind. Ne? Kein Sunroof erforscht. Nix da, ne? Nada. Was haben wir denn da? Kompakt Premium, Premium, Kompakt Premium, Premium, Kompakt Premium, Pakt Premium, RTV Premium, Kompakt Premium, Kompakt Premium, Disco Premium, Pakt, Kompakt, der normale Premium, Premium, Pakt Premium, normale Premium. Kompakt meine ich, ne? Das ist der normale wieder. Kompakt Premium, Premium, Pack Premium, RTV Basic. Uff. Ja. Zumindest haben wir den Compact Basic nicht mehr auf Lager. Dann werde ich dieses Model archivieren gehen. Weil den normalen Compact, den werden wir hier einstampfen, meine Damen und Herren. Na bitte. Tut's mir das nicht an. Verkauft's mir hier mal der Fahrzeug, hier bitte schön. Damit ich hier dann die nächste Jose hier auf die Linie schicken kann, beziehungsweise hier die nächsten Sachen erforschen gehen kann, bitte. Aber ich würde vorschlagen, die nächsten Sachen, die ich hier erforschen werde, werde ich dann in der nächsten Folge machen. Ich werde noch abwarten, hier kurz schnell das Body Design. Das muss jetzt hier aber raschest erledigt werden. Noch, ne, damit ich hier noch in die SUV-Erforschung gehen kann. Und dann werde ich noch ein paar andere Sachen erforschen, die ich noch nicht erforscht habe, damit ich hier mit den Premium-Varianten hier mehr als genug Geld verdienen kann wieder, nämlich mit Sunroof und was weiß ich alles noch.
Im Moment fehlt mir an alles, ne? Im Moment fehlt mir alles. Vor allem das liebe Geld für die liebe größere Umbauaktion hier, ne? Mehr oder weniger, ne? Will ich nämlich hier mehr oder weniger Geld brauchen, um hier die Firma zu erweitern. Und ja, und da vorne staut es schon wieder. Ne? Wo staut es denn jetzt? Da vorne. Ne? Gehen wir das hier mal einkaufen. Ne? Jetzt staut es bei den Accessoires, ne? An dieser Station hier. Ne? Na kommt. Gib mir mal die Forschung hier. Ne? 57% hast du. Ne? Was ist denn das? Fit Windscreen. Ist in der Station, die ein bisschen nachlässt, ne? Geht's da zu schnell vorwärts, ne? Und das glaube ich eh, ne? Aber jetzt kriege ich da einen Rückstau. Schon wieder. So. Die nächste Forschung würde ich hier mal kurz anstoßen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Am Donnerstag hier geht es hier gleich wieder weiter um 18 Uhr mit Production Line. Ich wünsche bis dahin einen schönen Tag und tschüss, Servus, bye bye.